Wie gut ist eigentlich das kostenlose C24 Girokonto? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Wir schauen mal, welche Vorteile das Konto hat, welche Nachteile das Konto auch hat und ob ich es selber empfehlen würde. Für alle, die neu auf diesem Kanal sind, mein Name ist Lennart und ich teile hier auf meinem Kanal Finanztipps mit euch, vergleiche immer mal wieder Produkte wie Girokonten, Kreditkarten, Broker und so weiter. Und ich gebe hier auch immer wieder Insights in mein eigenes Portfolio und meine eigenen Investments. Also folgt gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, um nichts zu verpassen. Ja, und jetzt schauen wir uns mal das kostenlose C24 Smart Konto an. Bevor wir jetzt gleich aber mit den Vorteilen starten, einfach mal ein paar kurze allgemeine Hinweise zur C24 Bank. Die C24 Bank wurde 2020 vom Mutterkonzern Check24 gegründet und hat eine vollwertige eigenständige Banklizenz. Das bedeutet, dass das Geld auch wirklich bei der C24 Bank liegt und nicht zum Beispiel bei Trade Republic bei irgendwelchen Partnerbanken. Der Sitz der Bank ist in Deutschland und damit greift auch die deutsche Einlagensicherung, was auf jeden Fall ein Pluspunkt ist. Neben dem kostenlosen C24 Smart Konto gibt es bei der C24 Bank auch noch zwei Premium-Pläne. Auf die gehen wir heute aber nicht ein. Wir kümmern uns heute hier nur um das wirklich bedingungslos kostenlose C24 Smart Konto. Damit kommen wir jetzt zu den Vorteilen und falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Der erste richtig gute Vorteil ist auf jeden Fall, dass das C24 Smart Konto bedingungslos kostenlos ist. Heißt, es ist komplett egal, wie alt ihr seid oder wie viel Gehaltseingang ihr auf dem Konto habt. Das Konto ist für jeden immer kostenlos und kann dementsprechend auch super als Zweitkonto genutzt werden, weil man keine monatliche Kontoführungsgebühr hat. Der zweite große Vorteil ist, dass es derzeit 2,25% Zinsen auf alle Konten gibt. Die gibt es aufs Girokonto, die gibt es aufs Tagesgeldkonto und auf alle Pockets, da kommen wir gleich nochmal zu. Auf alle Konten bekommt ihr derzeit 2,25% Zinsen. Diese Zinsen werden aber immer mal wieder angepasst, weil die EZB auch den Leitzins in letzter Zeit gesenkt hat. Also schaut einfach mal in der Videobeschreibung unter dem Link, welche Zinsen gerade gelten. Aber Stand heute, 22. September 2024, gibt es 2,25% Zinsen für alle Kunden. Der dritte Vorteil ist, dass es kostenlose Echtzeitüberweisungen gibt. Sowohl das Empfangen als auch das Senden von Echtzeitüberweisungen ist immer kostenlos. Ihr müsst da irgendwie nicht pro Echtzeitüberweisung nochmal 49 Cent dazu zahlen. Das ist bedingungslos kostenlos. Kommen wir zum nächsten Vorteil. Momentan gibt es einfach ein Startguthaben von 75 Euro, wenn ihr euch bei der C24 Bank registriert und den Kontowechselservice nutzt und euer altes Konto schließt. Die 75 Euro könnt ihr euch über den Link in der Videobeschreibung sichern. Die 75 Euro bekommt ihr auch wirklich super schnell. Nachdem ihr den Kontowechselservice beauftragt habt, werden die 75 Euro schon direkt ausgeschüttet. Kommen wir damit zum nächsten großen Vorteil und zwar gibt es eine kostenlose Debit-Masterkarte dazu und auch noch eine kostenlose Debit-Girokarte und außerdem könnt ihr auch noch virtuelle Masterkarten erstellen. Die Karten könnt ihr immer generieren und auch wieder direkt löschen. Ihr kriegt jedes Mal eine neue Kartennummer. Die virtuellen Masterkarten könnt ihr auch mit jedem Konto verknüpfen. Ihr könnt die jederzeit erstellen und wieder löschen. Das hat den Vorteil, dass wenn ihr zum Beispiel mal online in irgendeinem Shop kauft, wo ihr nicht eure Daten komplett hinterlegen wollt, erzeugt ihr so eine virtuelle Mastercard, zahlt damit und danach könnt ihr die Karte wieder löschen. Also die können die Daten nicht wirklich missbrauchen, die die haben. Das ist ein richtig cooler Vorteil. Das bieten inzwischen ein paar Banken an. Die Mastercard ist natürlich auch Apple Pay und Google Pay fähig und ihr könnt mit der Mastercard sogar weltweit kostenlos Geld abheben und bezahlen. Es gibt nämlich keine Fremdwährungs- oder Abhebegebühren im Ausland. Der nächste Vorteil, der auch die Karten betrifft, ihr könnt alle Karten in der App super leicht sperren und auch wieder entsperren und ihr könnt auch sagen, für Online-Käufe sperren, für Bargeldabhebung sperren. So verhindert ihr auf jeden Fall Missbräuche und ihr könnt auch Targets-Limits angeben, also zum Beispiel so und so viel Bargeld maximal am Tag, so und so viel Bargeld im Monat. Lässt sich alles ganz einfach per App einstellen. Kommen wir zu einem Vorteil, den ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe. Und zwar kann man 4 kostenlose Unterkonten erstellen, sogenannte Pockets, die eine eigenständige IBAN haben. Und diese Pockets, eins davon ist auch ein Tagesgeldkonto, kann man sogar mit einem Partner oder einem Freund teilen, komplett kostenlos, dann können beide das Konto nehmen. Und was richtig cool ist, man kann jede dieser Karten mit jedem Konto verknüpfen. Also ihr könnt die Mastercard mit eurem normalen Girokonto verknüpfen, ihr könnt die Mastercard aber auch mit einem Pocket verknüpfen. Wenn ihr damit zahlt, geht es halt vom Pocket runter. Das Ganze könnt ihr auch mit der Debitcard machen und auch mit den virtuellen Mastercarden. Das bietet wirklich sehr viel Flexibilität. Der nächste Vorteil bei der C24 Bank sind die Sparregeln, die man einstellen kann. Und zwar kann man einmal aufrunden, heißt, wenn ihr 1,60 € ausgibt, das automatisch auf 2 Euro aufgerundet wird. Das geht dann auf ein Extrakonto. Man kann außerdem Überschusssparen machen. Das bedeutet, ihr sagt zum Beispiel, das Girokonto braucht immer mindestens 3.000 Euro und alles, was darüber hinaus aufs Konto geht, kann direkt aufs Tagesgeldpocket geschoben werden. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Option. Und dann könnt ihr noch den Einkommensverteiler einstellen. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, 20% des Gehaltes soll auf das Konto gehen, 30% da drauf. Ihr könnt das prozentual machen oder
oder auch fixe Summen. Als nächstes gibt es eine Cashback-Funktion bei der C24 Bank. Beim C24 Smart-Konto bekommt ihr 0,05% Cashback bei jeder Zahlung mit der Karte und bei manchen Partnern sogar bis zu 2,5% Cashback. Die maximale Cashback-Summe beträgt aber 100 Euro im Monat, also ihr könnt nicht mehr als 100 Euro zurückbekommen. Als nächstes gibt es kostenlose Bargeldabhebung und zwar könnt ihr mit der Mastercard 4-mal im Monat kostenlos Bargeld abheben an jedem Automaten, der ein Mastercard-Symbol hat und das ist wirklich fast jeder Bankautomat in Deutschland. Und darüber hinaus könnt ihr auch noch bei vielen Handelspartnern an der Kasse Bargeld abheben. Zum Beispiel bei Penny, DM, Rossmann oder Netto. Es gibt noch viele weitere Partner, aber ich wollte jetzt einfach mal ein paar nennen. Und ihr müsst auch keinen Mindestspend in dem Supermarkt haben. Ihr könnt einfach dorthin gehen und Bargeld abheben. Außerdem ist es bei der C24 Bank auch möglich, Bargeld einzuzahlen. Das geht auch bei Handelspartnern bis zu 999 Euro. Also geht einfach bei Rewe an die Kasse und könnt Bargeld einzahlen mit einem Code, den ihr in der App erzeugt. Da werden aber jedes Mal 1,75% Gebühren fällig. Die zweite Option, Bargeld einzuzahlen, ist über die Reisebank. Dort könnt ihr bis zu 5.000 Euro zu 7,50 Euro Gebühren einzahlen und alles, was darüber hinausgeht, kostet 15 Euro Gebühren. Drei weitere Vorteile gibt es noch. Ihr könnt bei der C24 zum Beispiel auch das Multibanking nutzen und andere Bankkonten von der ING, Sparkasse oder wo auch immer einfügen und auch Depots. Und darüber hinaus gibt es bei der C24 Bank auch eine Ausgabenanalyse und Budgets. Also ihr seht direkt, wofür, wie viel Geld ihr ausgegeben habt, ob es für Einkäufe, Restaurants und ihr könnt Budgets festlegen, zum Beispiel für Shopping, für Lebensmittel. Ihr könnt also einfach ein Budget festlegen von 200 Euro pro Monat für Shopping. Das hilft auf jeden Fall beim Sparen und einfach mal das Ausgabeverhalten zu analysieren. Der letzte große Vorteil ist, dass es einen kostenlosen Kontowechselservice gibt, der wirklich super schnell funktioniert. Wenn ihr das Konto eröffnet, könnt ihr den Kontowechselservice nutzen und der erkennt dann automatisch Daueraufträge, Lastschriften und so weiter von eurem alten Konto und überträgt die, informiert die Zahlungspartner und informiert auch euren Arbeitgeber darüber, dass ihr eine neue Bankverbindung habt. Das hat bei mir wirklich super gut funktioniert. Es dauert so 5 bis 10 Minuten, das Ganze einzustellen. Und wenn ihr das momentan nutzt und euer altes Konto schließt, kriegt ihr, wie gesagt, auch diese 75 Euro Startguthaben. Und wie schon gesagt, wenn ihr diesen Kontowechselservice nutzt und euer altes Bankkonto schließt, kriegt ihr momentan auch diese 75 Euro Startguthaben. Bevor wir jetzt sofort zu den Nachteilen kommen, noch ein Anliegen von mir. Solltet ihr euch nach diesem Video entscheiden, ein Konto bei der C24 Bank zu eröffnen, würde es mich wirklich freuen, wenn ihr meinen Link dafür benutzt. Den findet ihr in der Videobeschreibung, in der Infobox und auch in den Kommentaren. Dann bekommt ihr nämlich die 75 Euro Wechselbonus und ich bekomme auch eine kleine Prämie. Für euch ist das C24 Smart Konto natürlich trotzdem bedingungslos kostenlos. Ihr unterstützt nur mich und meinen Kanal damit. Und jetzt geht's aber weiter und wir kommen zu den Nachteilen. Das C24 Smart Konto ist wirklich schon richtig, richtig gut, aber es gibt auch drei Nachteile, die ich euch nicht verheimlichen will. Und der erste Nachteil, den habe ich gerade auch schon genannt, sind die Bargeldeinzahlungsgebühren von 1,75% bei den Handelspartnern bzw. von 7,50 Euro und 15 Euro bei der Reisebank, je nachdem, ob ihr unter 5.000 Euro liegt oder über 5.000 Euro liegt. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass man für die Bargeldeinzahlung Geld bezahlen muss. Ich persönlich finde das tatsächlich aber nicht so schlimm, weil man sich ja die monatliche Kontoführungsgebühr spart. Und wenn man mal einen Haufen Bargeld einzahlen muss, dann ist das über die Reisebank auch prozentual nicht teuer. Wenn man 10.000 Euro einzahlt, zahlt man ja trotzdem nur die 15 Euro Gebühren. Der zweite Nachteil ist, dass die Bargeldabhebungen auf 4-mal pro Monat begrenzt sind. Für mich persönlich reicht das zum Beispiel vollkommen aus. Ich hebe eigentlich maximal einmal im Quartal Geld ab. Aber manche sind ja sehr auf Bargeld fixiert und da ist es einfach so, dass ihr nach der 4. Abhebung 2 Euro pro Bargeldabhebung bezahlt. Da müsst ihr euch einfach fragen, wie oft ihr Bargeld abhebt, ob das für euch schlimm ist oder ob ihr nicht einfach das Ganze bündeln könnt und nur noch 2-3 Mal im Monat Bargeld abhebt, weil dann ist das natürlich komplett kostenlos. Und der letzte kleine Nachteil, der auf jeden Fall auch mal genannt werden muss, die C24 Mastercard ist eine Debitkarte und keine echte Kreditkarte. Das ist erstmal nicht weiter schlimm, aber es kann bei Kautionszahlungen für Mietwagen und so weiter mal vorkommen, dass die Karte nicht akzeptiert wird, weil manche Händler nur echte Kreditkarten, solche Revolving- oder Charging-Karten, akzeptieren. Das ist bei mir tatsächlich noch nie vorgekommen. Ich habe schon echt viele Mietwagen und auch Hotels mit Kaution bezahlt mit der Karte. Das funktioniert. Aber es kann halt passieren und darum macht es Sinn, sich noch eine komplett kostenlose Kreditkarte ohne Fremdwährungsgebühren und so weiter zu holen, damit man diesen Nachteil halt nicht hat. Die Karte kann man dann wirklich nur im Notfall nutzen und ansonsten halt immer die C24-Karte. Ich packe euch einfach mal einen Link zu meiner Empfehlung momentan für die beste kostenlose Kreditkarte in die Videobeschreibung. Und ja, damit sind wir mit allen Vor- und Nachteilen durch. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr vom C24 Smart-Konto haltet. Ob ihr noch irgendwelche Vor- oder Nachteile bei dem Konto seht. Ich komme jetzt mal zu meinem persönlichen Fazit. Ich war lange Kunde bei der ING Bank, die nach wie vor auch eine gute Bank ist, aber ich bin trotzdem komplett rübergewechselt zur C24 Bank,
weil in meinen Augen ist es momentan einfach mit Abstand das beste Girokonto auf dem deutschen Markt. Es ist halt einfach bedingungslos kostenlos. Ihr habt eine kostenlose Mastercard plus Debitcard, keine Fremdwährungsgebühren, ihr könnt Unterkonten erzeugen, ihr könnt euch mit einem Partner teilen und das alles umsonst. Darum auch nochmal der Hinweis von mir: Für mich macht es keinen Sinn, noch irgendein Premium-Konto von C24 abzuschließen. Ich glaube, das C24 Smart-Konto reicht fast für jeden komplett so aus. Es sei denn, ihr wollt zum Beispiel zum Pocket mehrere Leute noch hinzufügen oder ihr braucht mehr als 4 Bargeldabhebungen im Monat, dann kann man über ein Premium-Konto nachdenken. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich mal ein Video zu den Premium-Modellen machen soll. Aber ja, mein Fazit zur C24 Bank ganz klar: Momentan No-Brainer eigentlich, weil es bedingungslos kostenlos ist. Auch wenn man es sich nur als Zweitkonto holt, weil dann kann man die Mastercard nutzen, um im Ausland gebührenfrei zu bezahlen. Ja, und wie gesagt, kommentiert mal eure Gedanken dazu. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.